Jo Leute, was geht ab? Oh, ich hab was im Auge, Moment. That's me. Ich hab mein ganzes Leben auf Sticks im Auge. Genau jetzt, wenn ich sage, mein ganzes Leben, Bruder. Jo Leute, was geht ab? Und willkommen auf unserem YouTube-Channel. Yes. Achso, oh fuck, Digga. Jo Leute, was geht ab? Und willkommen auf unserem YouTube-Channel. Jay, die Family. Heute mit einem geilen Format. Und zwar wir erraten eure Herkunft. Name. Name! Wir erraten Herkunft, also Nationalität, Alter und euer Name. Genau, Name, Alter, Herkunft. Hobbys, Lieblingsessen, alles. Genau, wie eure Mutter heißt, euer Nachbar heißt. Ich liebe dieses Format, das haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Das haben wir echt lange nicht mehr gemacht. So viele haben gesagt, macht mal wieder. Wir so, okay, why not? Also haben wir euch auf Insta und sogar auf TikTok gebeten, also checkt beides gerne ab, dass ihr ein Bild von euch schickt, euren Namen dazu, Nationalität und Alter. Und dass wir das dann von euch erraten. Tut jetzt sehr viele Nachrichten bekommen. Ich habe auch sehr viele Nachrichten bekommen. Also, komm, wir müssen kurz flexen. Nein, kein Flex. Nein, okay. Leute, es lädt es. Es ist abnormal vieles angekommen. Come on, you. Support is da. Ihr seht, so viele haben uns geschrieben. Es war so, so schwer, sich zu entscheiden. Aber wir haben ein paar Leute ausgesucht. Ich habe sehr, sehr hübsche Mädels, sogar einen Jungen. Und Jungs, ich sag euch ehrlich, ich habe das Gefühl, Mädels gehen mehr in die Offensive. Jungs, die schreiben einen, aber wenn es darum geht, die sind immer so, nee. Also, letztes die Mal schreiben haben voll viele Jungs geschrieben, dieses Mal hatten wir nicht einen Junge. Okay, nee, das Ding ist, ich konnte auch nicht alles durchgehen. Ja. Aber da, wo ich so durchgegangen bin, da habe ich jetzt keinen Jungen gefunden. Also, ich habe einen Jungen gefunden, ich dachte so, komm, du kommst direkt mit ins Boot. Und ich habe sehr, sehr hübsche Mädels. Ich habe noch hübschere. Nein, ich habe noch hübschere. Ich hab die hübsch. Wir haben dieselben. Wir kommen aus derselben Familie. Bei ein paar, die waren richtig hübsch, aber ich konnte die nicht nehmen, weil ich fand, es ist zu offensichtlich, was ihr seid. Also auf Spanien, wo ich mir denke, da kommt... Ja, ich habe auch so gemacht, ich dachte mir so, Holla wird niemals weil ich muss ja gewinnen. Ihr seht gleich die Bilder hier eingeblendet, unsere Punkte stand und am Ende, mal schauen, wer gewinnt. Möge der bessere gewinnen. Genau. Mit den hübscheren Mädels. Und mein Boy. Falls ihr nicht reingekommen seid, dann seid uns nicht böse. Ihr habt ja gerade gesehen, ne? Unsere DMs sind explodiert. Im Endeffekt, wir machen das immer wieder. Das heißt, irgendwann in diesem Leben werden wir rankommen. Ob es jetzt mit 14, 20, 64 ist. Genau. Kommt dran. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck, wer beginnt, okay? Okay, Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Ah, ich gewinne! Mein erstes Mädchen ist die hier. Warte, ich muss selbst noch was. Stimmt. Okay, also hier. Okay. Also sehr, sehr hübsches Mädchen. Scheiße. Ich finde sowas immer voll schwer. Sehr, sehr schön bearbeitet auch. Mir gefällt das. Ich glaube, du kommst entweder so Brasilianerin, Portugal, du kommst aus Kuba. Irgendwie sowas. Ey, Brasilien oder Kuba? Ja, du wirst nicht drauf kommen. Echt? Nein. Warum ist die Albanerin? Du wirst schon drauf kommen. Also sie ist jetzt nicht irgendwie... Hat sie eine Namenskette? Steht ihr Name dort? Nee, oder? Das ist schon ernst, oder? Okay, ich sag mal, sie kommt aus... Sie liebt dich, wirklich. Ich glaube, sie kommt aus Kuba. Sie ist 18 oder 19? Okay, ich sag mal 18. Und sie heißt Annabelle. Bruder, was weiß ich? Okay, Leute, sie ist 18? Nein! Sie heißt Annabelle. Nein, jetzt mach! Junge Annabelle, komm schon. Ich wollte so einen geilen Witz machen. Das hast du reingeschissen. Hast du von der Kette abgegeben? Heißt sie Annabelle? Du hast von der Kette abgegeben. Ich schwöre bei Gott, nein. Heißt sie Annabelle zu dir? Ja, der ist Annabelle. Oh mein Gott! Das Krasseste ist, sie kommt aus. Also, ihr Vater kommt aus Ghana, okay? Und ihre Mutter ist Albanerin. Oh mein Gott! Ich hab doch gesagt, Albanerin! Warum ist die Albanerin? Wir sind eine Nusse! Was ist ihr Vater? Ghana. Ghana, ich hab gesagt Kuba. Scheiße. Junge, was ein geiler Mix. Ey, die heißt nicht Annabelle, du lügst. Oh, guck mal, man erkennt nichts. Ich dachte, sie ist aus einer Annabelle. Nee, Annabelle, ich nehm's aber zurück. Du hast alles richtig gemacht, die Kette ist richtig geil. Ich dachte, du hättest es von der Kette abgelesen. Ich hab noch nie den Namen erraten. Walla. Zerstört, ich bin gerade high. 1-0. Nein, 2. Ich hab 2 Sachen erraten. Alter und Ding. Ich mach mir das jetzt so. Ja, natürlich. 4-2-0. Mein Gott, Alter. Das ist mein erstes Mädchen, Leute. Team Hona, ihr wisst, ich habe nur die Besten dabei. Ich will jetzt einfach mal so direkt Schnauze kommen. Okay. Direkt. Denk mal dran, es ist nie das, was du direkt denkst. Sie ist Griechin, sie heißt... Komm, sag Annabelle, vielleicht hast du dein Glück heute. Zyklus oder so. Zyklus, Digga. Zyklus, was ist die Tja, und Zypern oder so. Nein, Digga. Schnapp. Was sag ich mir, Städte? Sie ist...
21 Jahre jung, sie ist bestimmt auch so eine Studentin, ne? Aus dir wird mal was, die ist sehr fein angezogen und so, ja, ja. Läuft und sowas. Junge, dein Name ist gerade richtig schwer. Komm schnell! 3, 2, 1. Sie heißt Christina. Heißt sie Christina? Warte, ich muss gerade selber schauen. Oh, stimmt. Katharina. Nein, nein. Sie heißt Lea, sie ist 21. Das heißt, und ich dachte erst, sie ist Albanerin. Du auch, gell? Nein, Griechin. Ach so, nee, aber so vom ersten Gedanken her. Ja, ich dachte, als ich dich gesehen habe, du bist Albanerin. Ich schaue, sie ist Russin. Ah! Ruska! Achtung, Model. Scheiße. Mhm. Entweder Pole oder Russin, weil Pole und Russin. Bei ihr ist es voll einfach. Echt oder Albanerin? Pole, Russe, Albaner. Warte, ich mach kurz Schnick, Schnack, Schnuck in meinen Kopf. Ich sag Russin. Albanerin kann auch sein. Hey, guckst du mal ganz genau an. Denkst du nicht, sie ist Albanerin? Okay, sie ist Albanerin? Hey, was ist denn Albanisch an ihr? Ja, du sagst es extra, deswegen. Du hast gerade reingeschissen. Was ist denn Albanisch an ihr? Ja, und? Okay. Ich sag, sie ist 19 und heißt Cintresa. Oh, aber sie ist schon sehr nah. Sie heißt Shannon. Nein! Ja, ey, Junge, warum bin ich so gut? Sie ist Deutsche, Hanna. Ah, fuck, Digga. Boah, wo sieht sie denn albanisch aus? Ich kenne so viele Mädels, die so aussehen, Albanerinnen. Sind so schöne, große, blaue Augen, blonde Haare. Du bist sehr, sehr hübsch, nicht? Nein, ihre Stirn ist viel zu klein. Ja, ja, guck mal, Landebahn, eine Hand. Ich habe immer gedacht, dass ich so gar nicht albanisch aussehe und auch keine albanische Stirn habe, gell? Bis ich das mal auf TikTok gepostet habe mit dieses so, ich sehe doch nicht albanisch aus. Junge, tausend Kommentare, was? Deine Stirn, albanisch, albanisch. So, ich habe keinen großen Stirn und jetzt denke ich mir so, ich habe eine große Stirn. Ich wusste immer schon eine große Stirn. Brauch ich kein TikTok für. Sie ist Deutsche. Sie ist 17 als Shannon. Scheiße, ich habe nicht eine Sache richtig. Ja, scheiße. Das hast du zwei Punkte, ne? Das ist nur ein Punkt, ne? Ich hole jetzt meine Waffen raus. Die wirst du ja niemals erraten. Niemals. Junge. Sehr, sehr hübsches Mädchen. Wieder. Du hast dich verraten, Leute. Sie ist Albanerin, weil da hinten ist dieser Eiffelturm. In Kosovo. Zeig, Ternia ist das. Zeig, zeig, zeig. Scheiße. Junge, ich hätte auf den Garten schon. Also sie ist Albanerin. Sie heißt Anita. Und sie ist 22 Jahre alt. 22. Ich wusste, du bist Albanerin, sagen, aber sie ist schon. Nein, deswegen hab ich gesagt, scheiße, Kelleck. Sie ist halb Türkin, halb Bulgarin, sprich, hättest du Türkin gesagt, hättest du trotzdem halt einen Punkt. Junge, das ist unfair, wie du extra vorne auf Seite gehst. Und du hast den Alten. Wie alt hast du gesagt? Ja, das ist jetzt scheiße. 21 oder so, gell? 22. Ah, sie ist 18. Hey, Junge! Merlin, glaube ich. Hä? Merlin, glaube ich. Also dann war sie bestimmt mit ihrer Freundin oder ihrem Freund dort. Aber das ist wirklich dort. Sie ist Türkin, vielleicht hat jemand geheiratet. Komm, ich schick sie aus, sie, weißt du? Ja! Ich habe extra so genommen, dass du Und ich dachte, du hättest mir so einen kleinen Schubster gegeben von hinten, so. Fliegen mal zusammen. Scheiße. Okay, Junge, bei der wirst du niemals reinkommen. Die ist auch richtig hübsch. Also, Latif ist ein hübsches Mädchen, ne? Wir haben nur hübsche Mädels in der Community. Sie ist Wassermann. Okay, ich muss kurz meine Wassermann, Was ist das denn jetzt? An die Rakete. Junge, was ist los? Ich muss kurz von Wassermann zu Wassermann. Sie heißt... Melinda. Seit wann kann man das ganze Leben ablesen? Keine Ahnung. Sie heißt Melinda. Ihre Taschen hin sind von Dior. Also ist sie bestimmt Kanake, weil ob die wirklich so von Dior sind oder ob die aus Türkei Dior sind. Deswegen entweder Türkin, Albanerin. Sie ist Albanerin. Sie heißt Melinda. Und sie ist 19. Ach, und sie ist 19, sag ich. Lieber zum Leben. Scheiße, man sagt immer Albanerin. Bleib doch einfach alle Albaner. Sie ist 17, okay? Oh. Sie ist nicht 19, aber sie sieht wirklich sehr, sehr reif aus. Ja. Und sie ist aus Syrien. Nein. Sie ist nicht Albanerin, sie ist aus Syrien. Krass, hätte ich niemals gedacht. Und sie heißt niemals. Ekar. Zeig mal. Ihr Name? Oder egal. Nein, egal. Egal oder so. Und da hat sie sehr viele kanadische Freunde. Ich sage, ja, sie ist eine Kari oder so. Sagt Hanna, du kannst sie nicht. Du kannst sie nicht aussprechen. Sag mal, okay. Sag mal, okay. Okay. Sag's noch. Nein, das war einmal. Okay. Syrien, krass, sehr gute Karte. Also da wäre ich echt nie drauf gekommen. Scheiße, Junge, die schreibt mich scheißegal. Aber Leute, ihr wisst, wenn wir den Namen falsch aussprechen, ist gar nicht schlimm, weil, Leute, ich heiße Teuta. Ey, Tutti wurde an ihrer Einschulung aufs Gymnasium, da ist so eine Tribüne gewesen, ne? Und da wurden immer alle aufgerufen und so, Lea Meyer-Landrut auf die Bühne. Und dann bei Tutti, die erste Schultag, die so, Teuta Meta. Teuta. Als ich auf die Bühne gegangen bin, habe ich so gesagt, irgendwann werdet ihr von mir hören als Tutti auf YouTube. Ja. Jetzt
habe ich wieder ein sehr, sehr hübsches Mädel. Oh! Sehr hübsch, gell? Kylie Jenner, die Cousine. Nein, Bro, das ist Kylie Jenner persönlich. Sie kann keine Albanerin sein, aber auch nicht so Türkin, weil da hinten ist ein Kreuz. Und die Mehrheit der Türken Albaner sind eher muslimisch. Ich habe so viele Freunde, die Albaner sind. Ja, gibt's, aber ich gehe jetzt mal statistikmäßig, sage ich nein. Sie ist Serbin. Mhm. Josephine, Serbin. Josephine, tut mir Josephine, so leid. Digga. Sorry, aber eingeschissen. Okay, Leandra. Oha. Okay, Leandra, Serbin und sie ist 18. Ja, nein, alles falsch. Nicht alles falsch. Okay, warte. Komm, noch eine Chance. Okay, sie ist nämlich nicht drauf kommen. Okay, ich hätte es auch nicht gedacht. Sie ist Deutsche. Was ist das, Digga? Sie kommt aus Portugal. Krass, gell? Krass, gell? Portugal, ich schwöre, das ist ja wirklich hübsche Mädels, so muss man sagen. Aber muss man sagen. Sie ist 20, heißt Claudia. Claudia, ich wusste, wie sie drauf nicht kommt. Weil sie nicht aussieht wie eine Claudia. Fuck. Aber Serbin war gut. Sie können schon Serbin sein. Das war echt gut. Aber trotzdem falsch. Mit Ansage, ich mache jetzt eins richtig. Das ist niemals drauf. Soll ich auch sagen, ich hab die auch. Aber ich weiß nicht mehr ihre Dinger und so. Okay. Ich hab dir doch gesagt. Ich hab dir doch gesagt, schick's nicht uns beiden. Mal sehen, ob du dich dran erinnerst. Ich erinnere mich halt nicht. Okay, perfekt. Ich erinnere mich halt echt nicht. Ich weiß nicht, ob sie nur gesehen hat oder ob sie auch mit reingenommen hat. Ich glaube, ich hab sie mit reingenommen. Oh, Walla, ich muss mich kurz. Ja, Holla sind gleich. Ja, sie heißt so, alles richtig. Dann nein, drei Punkte. Junge, du erinnerst dich gerade. Ich glaube, sie ist Russin. Ich glaube, sie ist Russin. 17 und heißt irgendwas. Ich sag Katja, komm. Okay, also sie ist Russin? Ja. Aber sie heißt Julia. Okay, und wie alt ist sie? Und sie ist 19. Scheiße. Ich erinnere mich auch noch an diese russische Flagge, glaube ich. Russisch. Die schlau. Die schlau. Ich bin Model. Die werden Schweine. Die war sehr süß. Ich habe dir auch geschrieben, die ist sehr, sehr süß. Das ist mein Nächster. Guck mal bitte, wie hübsch sie ist. Oh, oh, wow. Richtig, richtig geiles Mädchen. Sie ist aus Brasilien. Mhm. Nein. Doch. Und sie heißt Estefania. Sie ist knackige 17, 18 so. Ich sag mal 17. Nein, falsch, Digga. Falsch. So wie du hast 10 Versuche. Ich will auch mal gewinnen. Sie ist einfach Albanerin. Krass, gell? Sie ist Albanerin, heißt Florenta. Voll der schöne Name, Florenta. Und sie ist 20. Und sie hat so geschrieben, ich hoffe, du nimmst mich gerade richtig süß. Albanerin? Ja, krass, gell? Aber sieht doch ein bisschen so aus, wenn man es weiß. Ja, okay, okay. Wegen den Haaren. Die hat richtig albanische Haare. Ich habe von Weitem geschaut. Ich habe die Hautfarbe gesehen. Ich habe die Haarstruktur gesehen. Und ich dachte mir so, der Style hat Drip und sowas, gell? Yeah. Ich dachte mir so, ja, es geht so richtig in Brasilien. Brasilien, so, dachte ich auch erstmal. Sie hätte dieses TikTok machen sollen mit, habt ihr schon mal eine Albanerin gesehen? Die nicht aussieht wie eine Albanerin. Ganz chillig. Früher ja einfach genommen, jetzt? Da kommst du nicht drauf. Niemals. Okay, du hast gesagt, da kommst du nicht drauf. Das heißt so Deutsch, Russ, Pole, Albanerin, vielleicht nicht unbedingt. Ich dachte gerade so, vielleicht Algerien, weil die andere kam auch aus Syrien, sah nicht aus wie Syrer. Sie ist 18, nee, sie ist 19. Sie ist 19, sie heißt Melinda. Habe ich schon mal Melinda gesagt? Ich glaube, sie sagt die ganze Zeit Melinda. Melissa. Und sie kommt aus Kosovo. Also sie ist Albanerin, sage ich. Hadi, komm. Hadi, gell. Was soll ich dir sagen, dass sie aus Serbien kommt? Ja, da ist es so. Ja, sie kommt aus Serbien. Scheiße, Digga. Sie heißt Helena und sie ist 17. Also sag das, 19. Nee, 18. Ich so, sag jetzt nicht, 17. Ich wollte erst mal 17 sagen, aber ich dachte, nee, ein bisschen disrespectful vielleicht. Sestra. Sestra. Die neue Slato. Sehr hübsch, gell? Ah, ich glaube, du hast mir auch das Foto geschickt. Kann es sein? Oder verdeckt sich gerade jemand? Ja, aber ich habe keine Ahnung. Okay, ich warte. Okay. Du hast gerade irgendwas mit... Scheiß! Kurz Schlagsprache. Also ihr Name fängt S an. Ja. Okay, Sabrin. Sabrin! Sabrina! Tutti! Okay. Jetzt mach einfach, das ist aus Versehen. Sie kommt aus Algerien und sie ist 15. Scheiße, sie ist 15. Ah! Scheiße, Digga. Sie ist 15, sie heißt, ich werde safe falsch aussprechen, aber Sehe? Sehe? Ah, das ist... Boah, der Name ist so geil. Ja, Sehe, glaube ich. Hört ein bisschen marokkanisch an. Aber nein, die Arme, sie wird in Deutschland immer nur... Oder Sehe. Aber ich glaube nicht. Und sie ist Türkin. Echt? Ja. Oh. Egal, lad mich ein zu Lokum oder so. Lad mich ein zu... Wie heißt nochmal ein Teig-Dinger? Was denn? Sag mal, du kannst keinen Türken nehmen, du. Ich kann Türken nehmen. Nein, nein, ich liebe die. Lass mich kurz überlegen. Wie heißt die nochmal mit Weinblättern? Bin ich gerade behindert? Chiköfte. Oh, Chiköfte, Weinblätter. Chiköfte ist dieses Ding. Mit Weinblättern, ja, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Irgendwas mit S.
Sarma. Sarma. Ich wusste was mit S. Chill mal, Digga. Navion. Navion. Ritfen. Ja, komm. Keine Chance. Sie heißt Larissa. Irgendwas mit La. Lara, Larissa, Lena, Sophia. Ich habe gerade deinen Zwinkern gesehen. Ich sag, sie heißt Larissa, Digga. Komm, erste Gefühl, geh mal mit. Sie ist 17 oder 18, 17. Oder 16, 17. Das habe ich selbst vergessen. Sie kann alles sein. Warte, ich muss mal gucken, das heißt mich so auskommen. Sie ist 17. Sie ist Larissa und sie kommt aus Portugal. Ja! Nix. Scheiße. Weil sie ist 16. Oh, ich habe doch gesagt 16, 17. Ich hatte die Hoffnung, dass du irgendwie in eine ganz andere Richtung gehst. Was, wie heißt sie? Wie sie heißt Isabella. Scheiße. Larissa, Isabella. Und was hast du gesagt? Sie kommt aus Portugal? Ja, aber warum? Nee, sie kommt aus Italien und Österreich. Ach, fuck, Digga. Sie ist doch auch Italienerin. Sagen wir es in Österreich? Grüße. Grüße. Ce n'est pas un problème. Je ne parle pas français. Aber bitte sei leise. Aber bitte red weiter. Egal, was du da erzählst. Hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünsch, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français. Aber bitte red weiter. Dann, das ist nicht mein Problem. Jetzt hole ich meinen Joker. Ich hole ihn. Okay. Und wo ist dein Junge? Jetzt. Oh. Jetzt hole ich meinen Drache-Wache raus. Darauf wirst du niemals kommen. Niemals. Oh, auch sehr korrekter Junge. Bevor es jetzt so mein zukünftiger. Nein. Achso, nein, okay. Also, du bist süß. Oh, ich bin gerade zur Seite gestylt. Ich habe nichts gesehen. Warte, wieder, ich habe nichts gesehen. Bläh. Wenn du jetzt eine Sache richtig hast reingeschissen. Hä, hey, ich kann trotzdem gewinnen, chill mal. Warte, ich habe wirklich nichts gesehen, sorry. Er ist Türke. Ömer, Türke. Ja, Ömer, ja. 17. Ha! Okay. Okay, 17 hast du richtig. Digga, ich weiß, warum alle beim 17 sind. Ja, keine Ahnung. Aber er ist einfach Albaner. Und guck mal jetzt sein Name, weil das fand ich echt interessant, ne? No front. Aber er heißt einfach Sebastian Krasnici. Echt jetzt? Heißt Sebastian Krasnici. Alter, ich fand das so interessant, weil er ist... Nein. Doch. Seine Eltern wollten ihn anders integrieren. Weißt du, ich meine? So, das Leute denken, Sebastian, aber Krasnici, man weiß Albaner. So bei der Schuleinführung. Da sagen die Eltern nur den Vornamen. Ich habe letztens einen TikTok gesehen, was ist der häufig benutzte Nachname? Und Platz 1 ist einfach Krasnici. Ja, oder er gehört einfach zu der Familie. Was mit Gorsche, Gorsche? Keine Ahnung, welcher Platz das war, Digga. Sehe ich aus wie Siri? Ich habe letztens einen auf TikTok, der war auf meiner For You, der hieß irgendwie Samir Meta. Ich habe mir so, wir haben vielleicht das gleiche Blut in mir. Ich habe seine TikToks gegangen, fand den nicht so witzig, so kann ich sein. Wieder er so, hier kommst du nicht drauf. Scheiße, wir sind alle aus wie Albaner. Ich gebe schon mal einen Tipp. Du musst eigentlich hier drauf kommen, weil... Bosnierin. Horner sagt immer, sie ist Wassermann und Horner sagt immer, mit anderen Wassermännern versteht sie sich auf Anhieb so gut. Ich weiß warum. Ja. Wirklich. Ich verstehe mit einer Person richtig gut. Ich sag, was eigentlich dein Sternzeichen? Die sagen Wassermann. Ich so, ich kenne einiges. Ja. Aber ich bin nicht Triple R sein. Okay, das ist nur so. Das ist nur so Spaß. Ja, okay. So. Du verstehst doch auch mit Steinböcken. Oder nicht? Keine Ahnung, ich hab noch keine. Keine Ahnung, jetzt dieses Traurige. Keine Ahnung. Ich will nicht drüber reden. Ich hab schon Jungs und Mädels Wassermänner kennengelernt und ohne Spaß. Ich verstehe mich schon mal mit euch. Ich liebe euch. Also, ich sehe schon an ihrer Kette, dass sie Wassermann ist. Hättest du mir nicht sagen müssen. Zum dritten Mal, sie ist Wassermann. Sie trägt ein E als Kette. Entweder fing sie mit E an. Warte, hat sie auch als Kette Wassermann? Ja, hier. Oh, verdammt. Ey, also man sieht es nicht so gut, aber siehst du diese Zacken? Das ist immer Wassermann. Du hast sogar deinen Buchstaben an der Kette, Herrchen. Warum sagst du mir, ich hätte auch ein Boy von ihr sein können oder so? Ja, aber ach so. Nein, das ist ihr Buchstabe. Ich war mal schon klein. Sie heißt Elena, sie ist Bosnierin. Und halb Bosnier, halb Serbe, weil da krieg ich wenigstens einen Punkt. Halb Bosnier, halb Kroate. Kroate, Kroate. Sie ist Kroatin. Heißt Elena oder Elisa. Ich sag Elisa. Nein, sie ist Elena. Ich hab mich drin nicht so. Sie ist Bosnierin und Kroatin und sie ist 18. Alter, komm. Ey, wenn sie wirklich so heißt, ne, ich hab ja gesagt... Sie heißt wirklich Elisa? Ja! Aber sie ist nicht... Wassermann und Wasser! Ich hab's gesagt. Ja, wegen dem E. Ich hab's gesagt. Sie heißt Elisa, sie ist Italienerin. Ah, fuck, ich wollte sogar... Sie ist 21. Ah. Sie dachte auch, sie ist 18. Ich wollte auch erstmal sagen, dass sie Italienerin, aber ich dachte mir, als ob du zweimal Italiener nimmst. Aber du bist halt Kelleck, Digga. Was hab ich auch erwartet? Ich hab sogar vergessen, dass die da voll Italienerin war. Hier wird sie niemals drauf kommen. Okay, Leute, letzte. Das ist die letzte und sehr, sehr hübsch. Guck mal, was eine Granate. Elisa, du bist natürlich auch sehr hübsch, ne? Ihr seid alle sehr hübsch. Auf locker, deutsch, Vanessa. Sie sagt deutsch, Junge, Walla. Du bist so... Egal.
Warum denn? Mach, ja, Deutsch, Vanessa. Okay, Deutsch, Vanessa, 18. Deutsch, die ist Deutsche. Komm, ich geb dir noch eine Chance. Die ist nicht Albanerin, ihre Nase ist viel zu klein dafür. Deswegen ist dieses Adidas, ne? Ja, deutsche Marke. Gibt es von Rolex? Deutsch, Vanessa, 18. Scheiße, sie ist deutsch, ich könnte dich da noch rauslocken. Sie ist 17 und sie heißt Shannon. Oh mein Gott! Was denn? Ich hatte doch auch eine Shannon. Ach, echt? Hä, ist das die? Warte mal, haben wir gerade die gleiche Person? Das ist die! Oh. Reingeschüttet, du hast sie nicht mal erkannt, Digga! Digga, ich kam immer zweimal rein! Ich dachte doch, wir haben zweimal Shannon. Warum nehmen wir die ganze Zeit dieselbe Person? Wir haben so viele geschrieben. Ach, wirklich? Leute, wir haben doch gesagt, schickt nicht uns beiden ein. Komm, ich mach nochmal. Sonst passiert das. Ich mach nochmal. Okay, Leute, deswegen machen wir jetzt auch nochmal. Boah, du hast gerade so Glück, Alter. Bedanke dich bei Shannon. Ich mache ihr Insta unten. Boah! Ich hab eine. Da musst du jetzt nicht denken, hey, ich hab das Video ruiniert. Nee, sei es gut, Shannon. Wir bloggen dir später. Na, guck mal, du musst dir denken, du bist so hübsch. Tutti und ich haben uns beide verliebt. Guck, Wanda. Ich wäre nicht mal reingekommen beim anderen. Tutti. Guck mal, Leute, wie schnell das ging. Wir haben 2 Sekunden gesucht, wir haben direkt eine nächste gefunden. Bedanke dich bei Shannon, du bist jetzt mit dabei. Das war die nächste. Sie ist Deutsche. Nein, sie ist Russin. 15 Russin und nein, sie ist Deutsche. Tutti. Sie ist Deutsche, sie ist 15 und sie heißt Leonie. Nein, sie heißt Benita. Ich dachte erstmal Albanerin. Benita heißt die. Yeah. Aber sie ist 19. Hast du 19 gesagt? Nein, ja. Du hast 16 gesagt oder so. 19. Die hat bosnische Wurzeln. Echt? Ja, krass, gell? Albanischer Name. Bosnische Wurzeln. Aussehen deutsch. Die hat alles begriffen. Du bist echt so eine bunte Tüte. Ja, beim Kiosk. Man hat reingeworfen, Mixer. Brrr, gemixt. Ich mach schnell, vom Bauch her. Was fühlst du denn? Ich wollte gerade sagen Albanerin, aber nicht nochmal Albanerin. Ich sag, du bist Marok. Und du heißt Yusra. Und du bist 19. 20. Als ich die DM geöffnet habe, ihr Bild war so direkt drin, so orange, ist direkt ins Auge gestochen, gell? Sie ist Albanerin. So, bitte sag, sie ist Albanerin. Und ich dachte mir so, boah, die ist doch safe Marokkanerin und sowas, gell? Die ist Albanerin. Ey, ich schwöre, Honna, wenn du eine Mutter wirst, du gibst die besten Namen für das Kind, du sagst Ali. Sie ist einfach Albanerin. Ey, ich wusste es, Digga! Ich wusste es einfach. Weißt du warum? Ich wollte sagen, wie der Albanerin, sonst ist dieses Video zu einheitlich, ja? Weil ich nur sage Albanerin, Digga. Was ist mit mir alt? 20. Ja, ne? Sie ist 19. Ey, ich hab davor gesagt, 19! Ich hab davor 19. Sie ist Albanerin und sie heißt Julia. Scheiße, Junge. Und jetzt, wie hieß die von... Deswegen musst du auf dein Herz hören. Aber nicht auf das Format. Nein. Ich hab gesagt, Albanerin und 19, hab gesagt, nein. Plötzlich kam Yusra Marok 20, Bruder. Weil sie ist Albanerin, sie heißt Julia. Aber die von eben, so deutsch aussah, ja, die heißt wie? Benita. Benita. Sie muss Benita heißen, ja, mit dem orangenen Shirt. Ja. Und die muss Julia heißen. Das Video hat so Spaß gemacht. Das hat echt sehr Spaß gemacht. Wer gewonnen hat, das seht ihr unten, ne? Aber ich denke, du hast gewonnen. Ich glaube auch. Wir werden dieses Format auf jeden Fall öfter drehen, ne? Beim nächsten Mal kommt die Safe dran. Und es war echt kein Leck, dass wir so oft dieselben genommen haben, aber das kann man halt nicht wissen, ne? Also nächstes Mal nehmen wir verschiedene Leute versprochen. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, hinterlasst in den Kommentaren irgendetwas. Abonniert unbedingt diesen Kanal, um Teil der JT Family zu werden. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!